Die NPD führt seit Anfang Mai ihre aktuelle Kampagne für Frieden, Freiheit und Souveränität durch. Seit Anfang dieser Woche sind wir mit einer Kundgebungsfahrt im Süden der Republik unterwegs, um auf die mangelnde Souveränität Deutschlands aufmerksam zu machen. Wir sind weder wirtschaftlich noch politisch souverän oder selbstständig. Nicht zuletzt Wolfgang Schäuble erklärte am 18. November 2011 in Frankfurt beim Europäischen Bankenkongress, dass Deutschland seit 1945 zu keinem Zeitpunkt jemals vollständig souverän war. Wir Nationaldemokraten wollen auf diese mangelnde Souveränität aufmerksam machen, weil Souveränität auch immer etwas mit Demokratie zu tun hat. Demokratie braucht Volksherrschaft und Volksherrschaft braucht ein souveränes Volk. Dazu hat die NPD jetzt auch eine Broschüre rausgebracht, die beim Materialdienst npd.de oder bei Facebook anzufordern ist. Erkundigen Sie sich bei uns. Nur die NPD setzt sich in Deutschland noch für Frieden, Freiheit und echte Souveränität ein.